Also Kinder, was ist in der letzten Sendung eigentlich Neues erfahren worden? Aha, super. Hast du es gehört, Drax? Ja! Genau, die Familie schläft jetzt bei Licht. Kannst du bei Licht schlafen, Drax? Und was bedeutet das? Weiß ich nicht. Hab's noch nie probiert. Drax, das glaube ich dir. Es gibt aber Kinder, die brauchen Licht zum Einschlafen. Wer von euch braucht noch Licht zum Einschlafen zu Hause? Gar nicht so wenige, Drax, hä? Ja. Okay, schauen wir mal, wie es der Claudia, unsere Mädchen aus der Geschichte, beim Einschlafen mit Licht geht. Bevor Claudia an diesem Abend beim Licht der Nachttischlampe einschlief, hatte sie noch eine Idee. Sie holte eine Blume aus der Vase im Wohnzimmer, legte sie in die dunkle Küche und rannte schnell zurück. Vielleicht entdeckt er ja die Blume und hat Lust, das M zu tauschen, dachte sie. Eine neue Bluse könnte ich gut gebrauchen. Am nächsten Morgen wurde Claudia von einem Aufschrei geweckt. Er kam von Mama und kam eindeutig aus der Küche. Claudia rannte im Nachthemd hinüber. »Was ist denn hier los?«, fragte sie. »Wer hat denn hier einen Wald gepflanzt?« In der Küche standen mindestens 20 Bäume. »Na, wer schon?«, sagte Mama. »Ich frag mich nur, was er diesmal womit getauscht hat.« »Auweia, da bin ich schuld«, sagte Claudia. »Ich dachte, dass er das M bei meiner Blume in ein S tauscht. Aber der doofe Kerl hat das L in ein Ä vertauscht. Weißt du was, Mama? Wir lassen die Bäume einfach stehen. Vielleicht tauscht er heute Nacht das B in ein R. Dann haben wir endlich eine große Wohnung mit vielen Räumen.« Aber am nächsten Morgen standen die Bäume immer noch in der Küche. Und neben der Heizung ragte jetzt ein riesiges Ohr aus der Wand. »Aha, heute hat er die Uhr vertauscht«, sagte Papa, der an einen Eichenstamm gelehnt seinen Milchkaffee trank. »Stimmt nicht«, sagte Claudia. »Neben der Heizung hing nie eine Uhr. Außerdem höre ich unsere Uhr ganz deutlich dort hinten neben dem Tannenbaum ticken.« »Das ist kein Tannenbaum, sondern eine Fichte«, sagte Papa, der sich in Botanik, das ist alles, was mit Pflanzen zu tun hat, bestens auskannte. »Aber du hast recht, wo jetzt das Ohr ist, war vorher ein Rohr.« »Ein Rohr?«, fragte Mama entsetzt und sprang von dem niedrigen Ast, auf dem sie beim Frühstück gesessen hatte. »Das bedeutet ja, dass er jetzt kein Buchstabentauscher mehr ist, sondern ein Buchstabenfresser. Jetzt wird er ja noch unberechenbarer. Aus einer Fliege macht er womöglich eine Liege und aus einem Brett beißt er vielleicht das R und macht es zum Bett.« »Wäre das so schlimm?«, fragte Papa. »Dann könnten wir Tante Erna und Onkel Rudi endlich mal ordentliche Betten bieten, wenn sie zu Besuch kommen, und nicht nur das alte Sofa.« »Nein, nein, nein«, rief Mama. »Wir holen sofort Herrn Dill.« Herr Dill kam gegen Mittag, beguckte sich das große Ohr und kratzte sich an der Nase. »Es ist also soweit. Der Tauscher ist zum Fresser geworden«, sagte er. »Ich habe mir inzwischen einen Plan ausgedacht. Ich kann nicht versprechen, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber versuchen müssen wir's.«
Ja, Drax? Weiterlesen! Drax. Ich möchte nämlich die Fantasie der Kinder übers Wochenende ein bisschen anspornen. Liebe Kinder, eine ganz besondere Aufgabe übers Wochenende. Ihr denkt euch aus, was könnte der Buchstabenfresser für Unheil anrichten? Aus welchen Wörtern könnte er einen Buchstaben herausknabbern und daraus etwas ganz anderes machen, das es wirklich gibt? Zum Beispiel könnte er aus der Tasche das T wegknabbern und was wär's dann? Eine? Richtig, eine Asche. Weißt du, was Asche ist? Das bleibt über, wenn man etwas verbrennt. Und die zweite Fantasieaufgabe, was würdest du für einen Plan haben, um den Buchstabenfresser wieder in ein Ei zu bekommen? Du darfst mir deine besten Ideen entweder in die WhatsApp-Gruppe schicken oder mich auch anrufen und sie mir erzählen. Eine gute Stabilisationsübung ist, sich beide Schuhe anziehen, ohne dabei den Fuß abzusetzen. Gut ist es, wenn man Schuhe mit Klettverschluss hat. Mit Schuhe binden wäre es ein bisschen schwieriger. Und kein Wackeln, kein Zittern. Wenn ihr zwei Bälle oder auch andere Dinge habt, könnt ihr einfache Übungen zum Jonglieren. Ist jetzt fast übertrieben, weil Jonglieren ist eigentlich anders, aber einfach Übungen für Ballgefühl machen. Und zwar entweder abwechselnd hochwerfen. Wichtig ist, den Ball nachschauen. Und wieder schön mit der Hand übernehmen. Seitenwechsel. Ihr werdet merken, es ist ein Unterschied, ob es ein großer oder ein kleiner Ball ist. Nächste Variante. Der große Ball wird geworfen. Der kleine Ball wird mit der anderen Hand übernommen. Nächste Variante, die eine Hand, in dem Fall meine rechte, wirft immer und die linke übernimmt immer. Auch hier empfiehlt sich natürlich ein Richtungswechsel. Alle diese Übungen kann man auch mit Boden aufmachen. Oder sogar kombinieren. Also ihr seht, mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Oder auch mit einem Ball und einem Raben. Das meinst du jetzt aber nicht ernst! Oh doch, Drax. Also jetzt haben wir bewiesen, dass Drax fliegen kann. Ja, wer von euch so jonglieren können möchte wie unser Sportlehrer Alex, der passt jetzt besonders gut auf. Das ist ja schon zirkusreif. Wichtig ist als erster mit einem Ball in einer Hand fangen und dann immer die Hände abwechseln. Wichtig ist, dass du in Augenhöhe den Ball passt, nicht zu hoch wirfst, aber auch nicht zu flach wirfst. Dann nimmst du einen zweiten Ball dazu, wobei du wirfst immer den zweiten Ball dann weg, wenn der erste an höchster Position ist und am Anfang lässt du ihn fallen. Das heißt, du fängst nur einen Ball von beiden, den anderen lässt du am Boden fallen.
Wichtig, zuerst einen wegwerfen, am höchsten Punkt von dem ersten Ball wirfst du den beiden weg. Aaron macht das sehr gut. Dann versuchst du den Ball zu fangen. Du siehst erst den zweiten Ball wegwerfen, wenn der erste in der Luft ist. Und mit beiden Armen machst du eine runde Bewegung jeweils einwärts. Wenn das gut funktioniert, nimmst du drei Bälle, in einer Hand zwei Bälle. Dort, wo du zwei Bälle hältst, wirfst du das erste den Ball in die Höhe. Dann folgt der zweite mit der anderen Hand. Dieser vierbeinige Zeitgenosse möchte sich offensichtlich bewegen. Und das mit Erfolg. Buongiorno, per favor, ti amo, ti amo, ti amo.